Hallo, schön, dass du hier bist. Die heutige Einheit wird eine Mischung aus Yin und Yang. Das heißt, wir werden aktive und fließende Elemente aus einem Vinyasa-Flow mit entspannenden, passiven Elementen aus dem Yin-Yoga kombinieren. Wir starten heute im Liegen auf der Matte, komm deshalb gleich mal auf deinen Rücken und machst dir auf deiner Matte gemütlich. Stell deine Füße so auf, dass deine Knie nach oben zeigen. Und dann nimm hier mal ein paar tiefe, lange Atemzüge. Durch die Nase ein und durch die Nase aus. Wenn du möchtest, kannst du hier deine Knie schon an deinen Körper ranziehen, deine Hände auf deine Knie legen und mit deinen Knien große und kleine Kreise formen. Zuerst in die eine Richtung, dann in die andere. Mobilisiere hier mal deine Hüften. Mobilisiere hier mal deinen Körper. Massiere deine Wirbelsäule hier auf der Matte. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug und stell deine Beine wieder auf der Matte ab und lass sie mal nach links kippen. Das heißt, wir lassen unsere Knie, unser Kniepaket einfach mal nach links kippen. Du kannst deine Hände auf deine Brust legen, deine Augen bleiben hier geschlossen. Wir kommen hier in einen ganz sanften, ganz leichten Twist. Versuch hier gar nicht, deinen Körper großartig zu verändern, sondern lass ihn einfach in diese Position hineinfallen und sink mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer. Finde mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr Ruhe. Mit der nächsten Einatmung komm zur Mitte und mit der Ausatmung lass deine Knie auf die rechte Seite fallen. Wir wechseln zur anderen Seite. Schließ auch hier deine Augen. Achte dabei darauf, dass beide Schulterblätter fest in der Matte verankert sind. Wenn deine Knie jetzt hier in der Höhe sind und nicht auf dem Boden oder auf der Matte abliegen, ist es absolut kein Problem. Nimm mir noch ein paar genussvolle Atemzüge. Ein paar Atemzüge im Moment. Dann komm wieder zurück zur Matte. Bring deine Füße wieder so hin, dass deine Knie aufstehen. Zieh deine Hände mit der nächsten Einatmung über deinen Kopf nach hinten lang. Und dann heb deine Hüften. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Körper. Senk die Hüften ab. Einatmen, heb deine Hüfte. Hände über dem Kopf nach hinten. Ausatmen, senk hier wieder ab. Hände liegen neben deinem Körper auf der Matte. Gesäß ist abgelegt. Einatmen, heb dich nochmal nach oben, vielleicht ein Stückchen höher diesmal. Ausatmen, komm zurück. Einatmen, zieh dich nochmal in die Länge, die Hände über dem Kopf, nach hinten und unten. Das Gesäß in die Höhe. Bleiben hier ein bisschen länger und dann kommen wir mit der Ausatmung wieder zurück auf die Matte. Streck nur dein rechtes Bein nach oben aus und dann winkel es so ab, dass dein rechter Fuß, dein rechter Knöchel auf deinem linken Knie liegt. Lass auch nun wieder dein Kniepaket auf die rechte Seite fallen. Wir kommen hier in eine ein bisschen intensivere Variation der Position, die wir vorhin eingenommen haben. Und dann nimm hier ein paar Atemzüge. Atme tief ein und aus und spüre hier mal hinein in diese wahrscheinlich eher ungewohnte Position, aber sehr angenehme Dehnung und Öffnung der Hüften. Und im Yoga sagt man in den Hüften, genauer gesagt im Psoas-Muskel, im Iliopsoas, sind unsere Emotionen gespeichert. Das heißt, wenn wir diesen Muskel, und der wird genau bei dieser Übung zum Beispiel gedehnt und beansprucht, wenn wir den releasen, die Spannung loslassen, dann lassen wir auch all die angestauten Emotionen, all die negativen Gefühle los. Kommen wir hier bei uns an.
Nimm ein paar tiefe Ein- und Ausatmungen. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Leg deinen Fuß ab. Mach dir nochmal gemütlich, komm zurück zur Mitte. Schau, dass du gut eingerichtet bist und dann streck den linken Fuß, das linke Bein nach oben. Winkel es ab, lege es auf deinem Knie ab. Das heißt, wir legen jetzt den linken Fuß auf unserem rechten Knie ab. Und dann lassen wir unser Kniepaket nach links fallen. Auch hier, du kannst deine Arme gerne ausstrecken, quasi in so einer T-Position, die Hände auf der Höhe deiner Schultern. Schließe deine Augen und finde auch auf dieser Seite deines Körpers mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Und auch hier, schau einfach mal hin, gerade wenn wir Positionen einnehmen, die auf beiden Seiten einzeln gemacht werden, dann gibt es uns eine gute Möglichkeit, mal liebevoll zu unserem Körper zu schauen. Ohne Bewertung und ohne negative Gedanken und Gefühle einfach mal zu schauen, wie fühlt sich das an? Wie ist der Unterschied zur anderen Seite? Was kann ich daraus lernen und was kann ich daraus mitnehmen? Wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich? Nimm noch ein, zwei tiefe Atemzüge und dann komm wieder zur Mitte zurück. Leg deinen Fuß auf der Matte ab. Zieh deine Knie zu deinem Oberkörper nochmal ran. Und dann greif mit deinen Händen unter deine Kniekehlen und wipp nach oben. Mach das gerne ein, zwei Mal. Massiere hier deine Wirbelsäule auf der Matte. Du kannst gerne ein paar Mal nach oben und unten schaukeln, bis du dann nach oben ins Sitzen kommst und im Schneidersitz auf deiner Matte Platz nimmst. Von hier bringst du deine beiden Fußflächen aneinander. Wir kommen in den Butterfly, Parakonasana, im Sitzen. Ich achte dabei darauf, dass dein Rücken hier gerade ist. Deine Füße können gerne so weit an deinem Körper oder so weit weg, wie du möchtest, positioniert werden. Wenn du hier ein bisschen Bewegung brauchst, dann kannst du sehr gerne deine Knie leicht nach oben und unten schaukeln lassen und deinen Schmetterling einfach mal fliegen lassen, mit den Flügeln schlagen. Greif hier gerne, damit dein Rücken gerade bleibt, auch mit den Händen zu deinen Füßen. Umfass deine Zehenspitzen und schließ hier deine Augen. Spür diese wohltuende Öffnung in deinen Hüften. Spür die Ruhe und Gelassenheit. Spür mit jeder Atmung mehr und mehr auf der Matte und im Hier und Jetzt ankommst. Mit der nächsten Ausatmung komm wieder zurück, bring deine Knie zueinander und dann komm nach vorne in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand richte dich gut aus, deine Knie sind dabei unter deinen Hüften, die Hände circa unter deinen Schultern. Und wir versuchen, die Ellbogen hier nicht durchzustrecken, sondern eine kleine Microbend zu haben. Fließ mit deiner Atmung ganz natürlich hier durch ein paar Runden Cat-Cow. Mit der Einatmung schaust du nach oben, du kommst in ein leichtes, geführtes Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung kommst du in den Katzenbuckel. Runder Rücken, drück deinen Bauchnabel wirklich nach oben. Einatmen, komm zurück in die Kuh. Ausatmen in den Katzenbuckel. Fließ hier ganz genüsslich durch und versuch hier nicht, dich zu schnell zu bewegen, sondern wirklich achtsam, langsam in jeder Position zu sein. Treffen wir uns in der Mitte und mit der nächsten Einatmung ziehst du dein rechtes Bein nach hinten lang, deine linke Hand nach vorne. Mit der Ausatmung Crunch, wir ziehen unseren Ellbogen und unser Knie zueinander. Einatmung, zieh dich in die Länge. Ausatmen Crunch. Einatmen, zieh dich in die Länge. Und ausatmen, Crunch dich hier zusammen wirklich aktiv. Wir aktivieren hier schon mal unsere Mitte, unseren Bauch. Fließ noch ein, zweimal durch diesen Flow. Einatmen, zieh dich in die Länge, ausatmen, Crunch. Dann leg deine Hände wieder zurück zur Ausgangsposition und stell deinen rechten Fuß hinten ab. Wir sind jetzt quasi auf den Zehenspitzen am Ende unserer Matte und wir kommen in einen leichten Wadenstretch.
Kipp deinen Fuß um, löst die rechte Hand von der Matte, zieh sie nach oben und schau auch nach oben. Wir kommen hier in eine kleine Gate Pose, öffnen uns zur Seite und dehnen unsere Flanken. Mit der Ausatmung komm wieder zurück, bring deine Hand auf die Matte und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Wir wechseln jetzt die Seiten. Das heißt, zieh dein linkes Bein nach hinten und deine rechte Hand nach vorne. Zieh dich hier wirklich aktiv in die Länge. Und mit der Ausatmung ziehst du dein Knie und deinen Ellbogen zueinander. Crunch. Einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, crunch. Einatmen, zieh dich in die Länge. Und ausatmen, zieh dich wirklich aus der Kraft deines Bauches nach innen. Fließ hier noch dreimal in deinem eigenen Atemtempo durch. Achte auch hier darauf, dass du dich langsam und achtsam bewegst. Komm dann zurück in deinen normalen Stand. Das heißt, beide Hände sind wieder auf der Matte. Und wir strecken unser linkes Bein nach hinten durch. Komm auf die Zehenspitzen und wipp ein bisschen nach vorne und hinten für deinen Wadenstretch. Und dann mit der nächsten Ausatmung kippst du deinen Fuß nach hinten. Wir stehen seitlich auf unserem Fuß. Du löst die linke Hand, schaust nach oben. Gate Pose. Wenn du ein bisschen mehr willst, kannst du dein linkes Bein von der Matte lösen. Ausatmen, komm wieder zurück zur Mitte, zurück zur Matte, zurück in deinen Vierfüßlerstand. Und von hier setz dich nach hinten in einen Fersensitz. Kreis hier mal deine Handgelenke gut durch, schüttel deine Hände aus. Wir waren jetzt ein bisschen auf unseren Händen und werden noch ein bisschen mehr auf unseren Händen sein. Das heißt, wir geben unseren Handgelenken hier mal ein bisschen Liebe. Mit der Einatmung komm wieder nach vorne. Komm in deinen Vierfüßlerstand, steig nach hinten und wir treffen uns in der Planke in der schiefen Ebene. Achte dabei darauf, dass du wirklich aktiv im Bauch bist. Der Bauchnabel zieht nach oben. Und wir haben einen leicht gerundeten Rücken. Wir drücken uns wirklich aktiv aus den Schultern von der Matte weg. Mit der nächsten Ausatmung versuch dich so langsam und kontrolliert wie möglich auf der Matte abzulegen. Einatmen, komm in eine Babykobra, heb deinen Brustkorb und deinen Kopf von der Matte. Ausatmen, ablegen. Drück dich jetzt langsam und aktiv wieder hoch in die Kobra. Ausatmen, leg wieder ab. Ein letztes Mal einatmen, drück dich hoch in die Kobra, vielleicht ein bisschen höher. Ausatmen, leg ab. Einatmen, bring deine Hände ein bisschen weiter nach vorne und dann streckst du deine Arme ganz durch. Das heißt, wir strecken hier unsere Ellbogen durch und kommen in eine andere Variation der Kobra. Du hebst deinen Brustkorb von der Matte und deine Hände stützen dich dabei. Wir dehnen hier uns und strecken hier unseren unteren Rücken und nehmen hier ein paar Atemzüge in Ruhe. Ausatmen, komm wieder zurück auf die Matte, bring deine Hände neben deine Brust und drück dich nach oben in die schiefe Ebene. Ausatmen, komm in den Downward Facing Dog. Tritt abwechselnd mit deinen Füßen. Wir kommen in einen Walking Dog, das heißt, wir wechseln einfach mal die Füße ab. Das ist unser erster Hund der Einheit. Das heißt, versuch hier gar nicht, deine Fersen auf die Matte zu bringen. Mit der nächsten Einatmung steigen wir langsam nach vorne zu unseren Händen und kommen in eine Vorwärtsbeuge. Lass hier deinen Oberkörper ganz locker und sanft nach unten hängen. Wenn du möchtest, kannst du leicht von rechts nach links schaukeln. Hier ein bisschen Bewegung in diese Position bringen. Löse deine Hände mit der nächsten Einatmung, richte dich auf. Hände über die Seiten, nimm sie nach oben, streck dich, ausatmen, Hände vors Herz. Schließ hier gern mal deine Augen und spür mal kurz nach. Spür mal die Effekte der letzten 10 Minuten. Einatmen, zieh deine Hände über dem Kopf zueinander, ausatmen, fold, wir tauchen tief ab. Einatmen, komm in die halbe Vorwärtsbeuge, richte deinen Rücken auf, ausatmen, fold. Einatmen, komm nach oben,
Ausatmen, Hände vors Herz. Fließen noch einmal durch diese Sequenz. Einatmen, Hände nach oben. Ausatmen, tauch ab, komm in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, gerader Rücken, richte dich halb auf. Ausatmen, fließ nach unten. Einatmen, richte dich über die Seiten auf, Hände über dem Kopf zueinander. Ausatmen, Hände vors Herz. Nimm hier einen guten Atemzug. Einatmen, Hände über die Seiten, über den Kopf zueinander. Ausatmen, tauch ab. Achtung, von hier platziere deine Hände auf der Matte und steig mit deinem linken Fuß nach hinten. Bring den rechten dazu, wir kommen in die Planke, schiefe Ebene. Bring deine Knie auf die Matte, deine Brust und dein Kinn folgen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, ablegen. Stülp deine Zehenspitzen um und komm nach oben in den Downward Facing Dog. Richte dich hier gut ein, nimm ein paar tiefe, beruhigende Atemzüge. Tritt gern auch hier mit deinen Füßen leicht auf der Stelle. Beweg deinen Körper, deinen Kopf ein bisschen von rechts nach links. Und dann nimm hier ein paar tiefe, achtsame Atemzüge. Einatmen, steig nach vorne zu deinen Händen. Ausatmen, Forward Fold. Einatmen, richte dich nach oben auf. Ausatmen, Hände vors Herz. Schau hier, dass du deine Beine wirklich fest mit der Matte verankert hast. Einatmen, Hände ziehen nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Löse dein rechtes Bein, deinen rechten Fuß von der Matte und zieh ihn nach oben, zieh ihn zu deinem Körper ran. Nimm gern deinen Fuß und stell ihn jetzt auf deinen Oberschenkel, auf deine Waden oder auf deinen Ankel, also auf dein Fußgelenk. Wir kommen hier in einen Baum. Richte dich so ein, wie es sich für dich hier gut anfühlt. Wenn du wackeliger bist heute, dann kannst du gern deinen Fuß ein bisschen weiter nach unten bringen. Richte deinen Fokus, deinen Gaze auf ein Objekt vor dir, das sich nicht bewegt, um hier die Balance zu halten. Und ganz egal, in welcher Position des Baumes du jetzt bist, das Einzige, das wir nicht machen, ist, dass wir unseren Fuß, den rechten Fuß, gegen unser linkes Knie drücken. Überall anders, fein. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein. Wenn du aus der Balance kommst, kein Problem, komm einfach zurück. Zieh deinen rechten Fuß nochmal nach vorne, nimm ihn mit den Händen, zieh ihn zu deinem Brustkorb ran und mit der Ausatmung ganz achtsam steig nach hinten auf die Matte. Wir machen hier keinen allzu großen Schritt und dann streck beide Beine durch, kommen in eine Pyramid Pose, zieh die Hände nach oben, unsere Hüften sind nach vorne gedreht, der hintere Fuß circa im 45-Grad-Winkel. Dann winkel vorne deinen Fuß wieder ein bisschen an. Vielleicht möchtest du hier deine Standbreite ein bisschen anpassen. Bleiben hier in dieser Variation des Krieger 1. Und mit der Ausatmung kommen wir nach unten. Hände auf die Matte, steig nach hinten zurück in die Planke. Ausatmen, leg die Knie auf der Matte ab, leg den Oberkörper auf der Matte ab und schlängel dich nach vorne in die Cobra. Ausatmen, ablegen. Einatmen, stülp die Zehenspitzen um und drück dich nach hinten und oben, Downward Facing Dog. Auch hier drück gern abwechselnd deine Füße durch, komm in die Version des Down Dogs, die sich für dich gerade gut anfühlt. Einatmung, steig langsam und achtsam nach vorne, Forward Fold. Einatmen, richte dich nach oben auf. Ausatmen, Hände vors Herz. Achte wieder darauf, dass du hier einen guten Stand hast. Zieh deine Hände nach oben. Bring deine Hände vors Herz und löse dann den rechten Fuß, dein rechtes Bein von der Matte. Bring es auch hier wieder in die Position des Baumes. Und dann schau mal, was sich für dich auf dieser Seite gut anfühlt. Soll dein Fuß auf deinem Oberschenkel sein oder auf deinem Waden? Vielleicht aber auch einfach ganz leicht unten auf den Zehenspitzen, auf dem Fußgelenk abgelegt. Wenn du ein bisschen mehr Challenge willst, dann versuch hier mal deine Augen zu schließen.
Und schau mal, ob dein Baum sich im Wind bewegt oder ob er sich hier einfach wohlfühlt und in Position bleibt. Nimm hier ein paar tiefe, nährende Atemzüge. Spür die Verwurzelung mit dem Boden. Spür den Halt, den du hier bekommst. Einatmen, zieh deinen Fuß, dein Bein an den Knien nochmal an deinen Körper ran. Und dann ganz achtsam und langsam und kontrolliert steig nach hinten ab. Auch hier richte dich gut ein. Wir haben unseren Fuß so gedreht, dass er ca. 45 Grad Winkel nach vorne geht. Streck mal beide Beine durch und dann sink ein bisschen tiefer. Komm in diese Krieger 1 Variante. Hände nach oben zum Himmel gestreckt. Wir schauen stark nach vorne. Nimm hier ein paar Atemzüge. Und dann komm nach unten, bring die Hände auf die Matte, steig nach hinten durch in deine Planke. Und von hier leg deine Knie auf der Matte ab, leg deine Brust auf der Matte ab. Und mit der Einatmung komm in eine Kobra. Ausatmen, leg ab. Einatmen, richte dich nach oben auf und dann setz dich nach hinten auf deine Fersen. Wir kommen hier in die Haltung des Kindes, Child's Pose. Streck deine Arme nach vorne aus, leg die Handflächen auf die Matte, deine Stirn ist auf der Matte abgelegt. Und dann schließ hier mal deine Augen und nimm ein paar achtsame Atemzüge. Lass deine Atmung tiefer werden und dann richte dich wieder auf. Geh mit deinen Händen zu deinem Oberkörper ran und dann setz dich über die Seiten nach vorne hin. Streck deine Beine nach vorne aus und dann bring deinen rechten Fuß zu deinem linken Oberschenkel. Das heißt, wir winkeln unser rechtes Bein an und der rechte Fuß ist so circa leicht eingedreht unter unserem linken Oberschenkel. Einatmen, zieh die Hände nach oben. Ausatmen, dreh dich zu deinem linken Fuß und dann fall nach vorne, Forward Fold. Bring hier gerne eine leichte Beugung in dein Knie und dann leg dich einfach ganz entspannt über diesen Fuß, über dieses Bein. Wir versuchen uns hier nicht in diese Position zu ziehen, sondern wir lassen einfach los, wir sinken hier hinein. Jetzt hast du Zeit, einfach mal zu entspannen, Zeit loszulassen und bei dir anzukommen. Mit der Einatmung richte dich wieder auf, wir wechseln die Seiten, streck dafür mal dein rechtes Bein nach vorne durch. Wenn du möchtest, kannst du hier mal deine Beine ausschütteln und dann wechsel zur anderen Seite, rechter Fuß, rechtes Bein ist gestreckt. Der Fuß ist geflext, die Zehenspitzen zeigen nach oben und du legst deinen linken Fuß an den rechten Oberschenkel. Einatmen, zieh die Hände nach oben, dreh dich über deinen rechten Fuß, so mit der Ausatmung fällst du quasi nach vorne, ganz gemütlich. Bring auch hier gerne eine leichte Beugung in dein Knie und stell dir vor, du würdest deinen Oberkörper auf deinem Oberschenkel ablegen. Stell dir vor, du würdest hier einfach Ruhe finden. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus. Und komm hier an, im Moment, hier bei dir. Ganz sanft und liebevoll. Wertschätzend dir und deinem Körper gegenüber. Du bist dankbar für alles, was er dir erlaubt und stolz darauf, dieses Leben leben zu dürfen in diesem Körper. Einatmen, richte dich hier auf und dann komm auf deine Weise, auf deine Variante in dein Shavasana. Leg dich auf der Matte ab
Wenn du möchtest, kannst du deine Beine so hinstellen, dass deine Knie nach innen fallen, deine Knie zueinander fallen. Oder du legst dich ganz klassisch in dein Shavasana, die Handflächen nach oben gedreht, die Beine fallen ganz sanft auseinander. Dann gönn dir hier noch die paar letzten Atemzüge einfach für dich. Denn hier musst du niemand sein, hier musst du keine Erwartungen erfüllen, keine To-Dos abhaken. Hier kannst du einfach in dem Gefühl der wohlig, warmen Energie und der Liebe, der Selbstwertschätzung einen Ausklang finden. Namaste.